Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WoT Replays. Ich bin Keule, die Replay Challenge Kalender Woche 14 läuft. Wir sind unterwegs mit German Hetzer vom Clan KGS im Stritzwagen S1. Einem Stufe 8 TD, ein Bremen-Fahrzeug der Schweden. Wir sind auf Tundra unterwegs in einem neuen Gefecht mit 8 Unterstützung. Und. Jo. Mal schauen, mit wem wir uns hier anlegen müssen. Objekt 257, Objekt 430, WZ101 GFT. Ja, sind ein paar giftige Spritzen dabei. Na, mal sehen. Wir fahren also alles in die typische Feuerstellung und die befindet sich auf A9 oder A0, da hinten in der Ecke. Wir haben einen exzellenten Tarnwert. Wir haben eine sehr gute Kanone mit 288 Durchschlag und 390 Schaden pro Schuss. Und auf HE haben wir, glaube ich, um die 530 Schaden. 480 Schaden. Okay. Jo. Schweden-TD hat einen Feuermodus und einen Fahrmodus. Man muss jeweils hin und her wechseln. Man kann auch ohne den Fahrmodus, also ohne den Feuermodus schießen, allerdings nicht komplett einzielen. Man ist nicht besonders genau. Man muss die Kanone immer direkt ausrichten. Ist schon ein riesengroßer Unterschied. So, was gibt es noch? Die Kanone ist nicht die genaueste. Man sieht es, jawohl. Und man geht normalerweise recht schwer auf, wenn man einen Tarnnetz drüber hat, hat man in dem Moment. Das Schöne ist, man kann das Fahrzeug drehen, nach rechts und nach links. Das Tarnnetz bleibt trotzdem aktiviert. Sobald man sich nach vorne oder nach hinten bewegt, dann ist es aus. So, den Hügel haben wir schon mal verloren, würde ich sagen. Dafür drücken wir hinten auf der Einserlinie ein bisschen durch. Ein Emil, ein HWK, ein Typ 4 schwer. Was macht eigentlich der HWK da hinten? Ein Rheinmetall muss ich Waffenträger. Jo. Was gibt's noch zu sagen? Panzerung. Wir haben nur 30 mm, das ist nicht besonders viel. Aber die ist extremst angeschrägt. Und zwar so sehr, dass man mit mindestens 91 mm auf uns schießen muss, damit man da durchkommt. Das heißt, leichte Panzer haben es extrem schwer. Bei uns durchzukommen, die müssen auf HE wechseln, damit sie überhaupt Schaden machen. Wenn Artillerie natürlich von oben kommt, ist was anders. Wenn die trifft, dann scheppert es wirklich, das tut richtig weh. Wir haben ja, vorwärts eine Top-Geschwindigkeit von 55 km/h und rückwärts 45, das heißt, wir können uns super schnell aus diversen Feuerstellungen zurückziehen. Und das macht das ganze Leben ein bisschen einfacher. Ansonsten Calibration, glaube ich, um die 15 Grad. Das ist wirklich sehr gut. Und eine Einzelzeit, die richtig wehtut. Irgendwas um die 1,8 Sekunden oder sowas. Waffenrichterantrieb fast unnötig. So, da haben wir ein Medium. Objekt 430, jawohl. Kurz mal anklopfen. Mit einer hübschen 380er Schelle knapp. Ne, kriegst keinen Schuss drauf. Da rechts kommt ein TD hoch. Was ist das? Ein Skorpion? Okay. Sag mal hallo. Hat er uns gesehen? Ist egal. Ist schon raus. Hat sich der LC Even 90 geholt. So, steht 2 zu 6. Sieht nicht so gut aus. Auf der Einzellinie halten Emil 1 und Typ 4 schwer recht gut stand. Und der FCM 50, der hat sich da recht weit zurückgezogen. Der gehört auch nicht direkt an die Front. Ist zwar ein schwerer Panzer, aber fast ohne Panzerung. Da kommt man mit der Steinschleuder durch. Das ist blöd. So. Wir haben inzwischen 1177 Schaden ausgeteilt. Wir haben noch keinen Kill. Lul again, run the fucked up. Okay. Da ist jemand ein bisschen angepisst. Sein Problem. Mich würde interessieren, was du hier verbaut hast, wenn du kurz Zeit hast, das bitte reinzuschreiben. Tarnnetz sehe ich. Ich vermute mal einen Ansatz aus dabei. Was hast du noch? Tät mich echt interessieren. So, hier kommt nichts. Keiner traut sich. Beziehungsweise. Am Fuße des Hügels wird mächtig standgehalten.
Da kommt keine runter. Objekt 257 ist da durchgebrochen auf der Seite. Da könnte allerdings zum Problem werden, wenn der da weiterfährt. Wenn das Objekt 430 ihn nicht rausnimmt. 5 zu 9 steht, sieht nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. So, Indienpanzer nimmt das Objekt 430 raus, das heißt, das 257er hat freie Fahrt, wenn da die Su nicht was ändert. Ja, jetzt geht es ein bisschen drunter und drüber. Da haben wir einen Light, der sich gerade ein bisschen aus seiner Deckung traut. Klopfen wir mal kurz an. Das war er noch nicht. Da ist er. Hallo, hallo. WZ-132A, brauchst du keine Angst haben. Der hat eine kleine Kanone, ich glaube 85 mm, der kommt nicht durch. Keine Chance. Auch nicht mit Premium, das spielt hier keine Rolle. HE, schade. Das war die typisch ungenaue Kanone. Brauchst vor keinem der Lights Angst haben. Wenn die mit HE schießen, ja dann ja. Ansonsten gibt es da keine Sorgen. So. Typ für schwer, räumt da hinten richtig auf, die Su 101 nimmt das Objekt raus und der Emil 1 den Super Pershing. Wird jetzt allerdings in den Zweikampf verwickelt. Der WZ-132A greift sich die Su. Wir werden in den Fahrmodus wechseln, jawohl, da geht's ab nach unten. Sofort wieder in den Feuermodus. Zuerst rechts rausnehmen. Sehr schön. Nachladezeit so um die 8,3 Sekunden, 8,4. Zack, Badger 12 Tonnen, es bleibt ein bisschen was übrig. Ja, Rheinmetall-Bursig-Waffenträger prallt sogar ab. Und der hat aber eine deutlich stärkere Kanone. Hätte normalerweise durchkommen müssen. Schauen wir mal, wo der abgeprallt ist. Hier oben. Ich glaube, das ist es, da. Da ist der Kratzer. Okay, Glück gehabt. Hast du ein bisschen Glück gehabt. Der hat nochmal das durchkommen müssen. So, ihr gegen den Rest. Eine Su 101 ist noch übrig. Du als Drittwagen im Gegnerteam im WZ-111 GFT, also ein TD, ein WZ-111, ein schwerer Panzer, ein Indien, ein Jagdtiger, Reihwettermusik, Waffenträger. So. Der Indienpanzer dürfte normalerweise kein Problem sein. 3 Meter Bursi Waffenträger hat noch 7 HP. Das ist einmal in die Richtung schauen, da ist er tot. Jagdtiger dürfte normalerweise auch nicht durchkommen. Der WZ ist ein Problem. Also beide WZ sind ein Problem. Allein von der Kampfkraft her. So, wir sagen mal Hallo zum Indienpanzer. Der richtet seine Kanone aus. Sieht uns aber nicht. Arme Socke. Sagen wir nochmal Tschüssi. Auf Wiedersehen. Kill Nummer 3. 2607 Schaden. 445 Schaden gespottet. So, bleibt noch ein Rheinmetall, die beiden WZs und der Jagdtiger. Wenn sie alles richtig machen wollen, dann kommen sie zusammen über den Hügel, also durch das Cap durch und nehmen dich von dort aus auseinander. Alles andere macht keinen Sinn. Die Su hat noch 110 HP, das ist, ja, ein Schuss von jedem. Noch dazu ist er frontal nicht so gut gepanzert. Beziehungsweise natürlich angeschrägt. Naja. Wo kommen sie um die Ecke? 8-8er ist One-Shot. Okay. Für beide. Rein mit der Bursi sowieso. Upsala. Da kommt der Waffenträger. Der WZ. Das wird nicht gut ausgehen. Jawohl. WZ-111 kriegt eine Schelle. Ah, er ist abgeprallt, oder? Ich sehe da keinen Schaden. Schade. Rheinmetall-Bursig-Waffenträger ist am Cappen. Bisschen später mit angefangen. Und der WZTD hat noch um die 240 HP. Ja, war klar, dass die Su 101 am Ende rausfliegt. Ist ein bisschen schade.
Aber damit war zu rechnen, wenn einmal der Zange ist, dann holen sich vielleicht sogar der Dritte und genau das hat er gemacht. So, wo ist er? Aha, guck mal, schau. Aber man schießt nicht. Nein, warum auch? Man lässt sich direkt einen einschenken. Schnell zurückziehen, bevor der Rheinmetallbursig Waffenträger wieder über den Berg schaut. In 50 Sekunden könnte das Spiel vorbei sein. Wir wechseln in den Fahrmodus und fahren direkt in Richtung Recap. So. Rheinmetallbursig Waffenträger mit 128 mm, das heißt, der wird uns auf jeden Fall Schaden zufügen. Aber da weiß auch, woher wir kommen. Es gibt nämlich nur eine wirkliche Zufahrt, um ihn dann, ja, aufs Korn zu nehmen. Mal sehen, wo der WZ. Ah, da drüben ist der WZ. Kriegt keinen sauberen Schuss auf uns, dazu sind wir ein bisschen zu tief. Da gehen wir daneben. Aber wir sind offen. Wir sind offen. Und das weiß auch der Deutsche da links. Schießt daneben. Schießt daneben, wollte direkt in die Kette und bezahlt dafür mit seinem Leben. Sehr fein. WZ Heavy auf dem Weg nach unten. Kann es nicht abwarten. Der Jagdjäger habe ich immer noch nicht gesehen. Keine Ahnung, wo der sich rumtreibt. Wo ist der WZ? Ich glaube nicht, dass der gerade hochkommt. Der kommt rechts. Aha, rechts. Schießt daneben. Zack, durch den Turm. 395 High Roll. Sehr geil. 3246 Schaden. Kill Nummer 6. So. Jagdtiger, wie gesagt, ist One-Shot. Mal sehen, wo der wartet. Da drüben. Prallt ab. Der hat nur eine 88 mm Kanone. Sagen wir mal Hallo und auf Wiedersehen. 3460 Schaden. Stark. Richtig starke Runde. Bin mal gespannt, was es dafür gibt. So, beenden. Das ist immer falsch. Da sind wir richtig. Vorher natürlich ein Foto, wie immer. Stritzwagen 103. Das ist der Nachfolger quasi vom S1. So sieht er aus. Gibt es also wirklich. Wir haben eine Top Gun bekommen. Wir haben natürlich gewonnen, ist klar. Fire Effects, Schläger. Und ein hübsches M. Richtig fein gefahren. 3460 Schaden gemacht, 7 Kills, 1282 Basis-XP, 16 Schüsse abgefeuert, 14 haben getroffen, 13 haben unterschlagen, 3460 Schaden, wie gesagt. 816 über 300 Meter auf so einer kleinen Karte. Gar nicht mal so gewöhnlich. Von den 115.000, die wir einnehmen, gehen nur 33.000 in die Munitionskiste. Bleiben am Ende 81 übrig. Also zum Credits machen ist das wirklich ein guter Panzer. Man braucht ein bisschen ein Team, was mitspielt. Egal. Jo, wie immer, wenn es euch gefallen hat, fleißig draufklicken, ein Like da lassen, ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.